Hallo, mein Name ist Wanbo, ich bin Architekt. Und möchte mit euch ein abgefahrenes Projekt machen. Ich möchte nämlich diesen Schuh mit euch produzieren. Das sind die allseits bekannten Chucks. Warum ich die nicht kaufen möchte von Converse, ist der Grund, weil ich die von Converse nicht mehr mit gutem Gewissen kaufen kann. Converse wurde übernommen vor 9 Jahren von Nike und man hört ja viel von den dubiosen Produktionsweisen, wie Nike da vorgeht. Man hat ja auch immer wieder Skandale gehört wegen Kinderarbeit und so und ey, ich habe einfach keinen Bock drauf. Wenn die großen Firmen das nicht auf die Reihe kriegen, uns gute Produkte mit gutem Gewissen, mit gutem Karma zu geben, dann machen wir es selbst. Der Kautschuk, der natürliche Kautschuk, wie gesagt, wird gezapft in Sri Lanka. Der kommt aus Sri Lanka. Die Bio-Baumwolle kommt aus Indien und gefertigt wird der Schuh in Pakistan. Die ganze Supply Chain ist Fairtrade. Das heißt also, jeder, der an diesem Schuh arbeitet, okay, der kriegt eine Gewinnbeteiligung. Das heißt also, er wird nicht ausgenutzt. Es gibt keine Ausbeutung. Und die Genossenschaft, die bestimmt, was mit diesem Geld gemacht werden soll. Der Schuh wird ein bisschen anders aussehen als die von Converse. Auf der Sohle wird es einen Aufdruck geben. Außerdem wird es ein Karma-Badge geben an der Seite. Und ich wünsche mir, dass auch diejenigen, die kein Geld haben, diese Schuhe bekommen können. Die können bei mir einen sogenannten Karma-Deal machen. Die wollen wir refinanzieren durch die sogenannte Green Edition. Und da werde ich dann handgezeichnet nur für euch, also wirklich keine Kopie, sondern eine Handzeichnung von mir, ein Karma-Badge für euch zeichnen mit eurem Namen. Es wird ein kleines Booklet geben, da brauche ich auch eure Unterstützung. In diesem Booklet würde ich gerne die Wertschöpfungskette zeigen, aber wirklich sehr persönlich. Ich glaube, dass wenn man die Menschen sieht, die unseren Wohlstand sozusagen herstellen, dass wir einfach, dass es besser ist für unser Karma, wenn wir noch eine engere Beziehung zu unseren Herstellern entwickeln. Ich möchte kein Geschäft machen draus, ich brauche nur ein einziges Paar. Die Leute haben mir nur erzählt, ich muss mindestens 500 Stück bestellen, damit sich das überhaupt lohnt. Und deswegen suche ich euch, 499 Co-Produzenten suche ich. Es ist mehr als nur ein Schuh, es ist für mich der nächste Schritt in der Demokratisierung der Welt. Es ist ein Schritt in eine gerechtere Welt und ich hoffe, ihr geht mit mir gemeinsam. Und den Schritt in eine bessere Welt geht man am besten mit Schuhen, die gutes Karma mit sich bringen. Karma Chucks. Ich zähle auf euch.